Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute gedacht, ich mache für euch eine kleine Reihe, nämlich mache ich mit euch drei Varianten einer Kuppelbox oder einer sogenannten Dombox. Wie auch immer, es gibt zahlreiche Videos auf YouTube dazu. Ich habe euch die erste Variante mitgebracht und die erste Variante ist aus zwei Designerpapieren bzw. aus einem Designerpapier und einem Farbkarton. Die hat ein Grundmaß von 7 x 7 cm und diese basteln wir heute gemeinsam. Ich habe die natürlich am Ende auch noch ein bisschen verziert, das hast du bei meinem Foto am Anfang gesehen. Letztlich reicht aber so ein Band, du kannst dann noch einen Anhänger dran machen, viel mehr muss es gar nicht sein. Ich hoffe, die Idee gefällt dir und jetzt viel Spaß beim Video. So ihr Lieben, wir beginnen mit der ersten Kuppelbox. Ein paar Infos vorab habe ich für euch. Die Anleitung mit den Maßangaben und so weiter stammt jetzt von mir. Nichtsdestotrotz ist die Idee der Kuppelbox nicht von mir. Ich kann euch aber auch nicht sagen, wer als erstes diese Idee hatte. Wenn ihr auf YouTube geht, findet ihr zig Boxen, die nennen sich alle Kuppelbox, Dombox oder ähnliches. Das heißt, ich kann nicht auf alle verlinken, ich weiß nicht, wer da als erstes da war. Die Idee gibt es auch schon sehr lange, also es gibt schon Videos von 4, 5, 6 Jahren her und wahrscheinlich auch schon davor. Deswegen möchte ich euch nur bitten, dass ihr Bescheid wisst. Ich habe die Maßangaben, sind tatsächlich meine, aber auch da kann es sein, dass irgendjemand ähnliche Maßangaben schon mal gemacht hat. Denn wir alle wollen ja irgendwie papiersparend sein und denken uns irgendwas bei dem Teil. Ich habe jetzt folgende Maßangaben für euch und zwar beginnen wir mit der Kuppelbox aus zwei Designerpapieren. Das ist meine erste Variante. Bevor ihr dann eine Variante seht, die aus nur einem Designerpapier entsteht, und zwar brauchen wir ein Stück Grundweiß und ein Stück Designerpapier. Ich zeige euch jetzt eins, das ihr nicht nutzen solltet, und zwar ist das dieses hier. Und ich sage euch direkt, warum ihr das nicht nutzen solltet. Und zwar hat es nichts damit zu tun, dass das nicht schön ist, denn es ist wunderschön, sondern es liegt daran, dass bei dieser Box die Richtung des Designerpapieres angibt, dass es in eine Richtung ist. Und wenn ihr die Box macht, dann habt ihr nachher auf einer Seite die Herzen auf dem Kopf stehen und auf der anderen Seite auf der richtigen Seite, also richtig herum. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen solltet ihr euch immer ein Designerpapier aussuchen, das in irgendeiner Form nur in eine Richtung geht, in alle Richtungen geht, beziehungsweise eben nicht nur eine Richtung hat. Die Rückseite dagegen sind zum Beispiel Streifen und eignet sich ganz hervorragend, denn das ist zwar auch im Grunde in eine Richtung, doch gibt es hier keine Kopf- oder Kopfüberseite. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal hier die Rückseite, sodass daraus eine Schwarz-Weiß-Verpackung entsteht. Wir benötigen von dem Designerpapier ein Stück, und zwar 7 cm mal 25 cm und wir falzen bei 7 Entschuldigung, bei 9, bei 9 und dann bei 16. 16 ist hier in der Mitte. Du kannst stattdessen, wenn du sagst, das ergibt für dich nicht so viel Sinn, kannst du auch einfach von der anderen Seite nochmal 9 nehmen. Wenn du die 16 nicht gut erkennen kannst, dann kommt dasselbe dabei raus. Also wir haben außen 9, außen 9 und in der Mitte bleiben 7 cm übrig. So, das können wir schon mal ein bisschen nachfalzen. Und dann machen wir die Mitte. So, nehmen das Falzbein, so, wählen uns die Mitte, nehmen das Lineal, gehen dran, wählen 3,5 cm, drehen unser Papier bis zur Kante hier außen und verbinden.
und machen dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Und wenn du das hast, hier auch nochmal 3,5 cm. Wieder ein Stückchen runtergehen, Lineal anlegen. Immer schauen, dass du hier halbwegs gerade bist. Das Papier verzieht sich ja auch ein klein wenig, wenn du das Lineal drauf anlegst. So. Und in die andere Richtung. So, wir legen an, ziehen die Falzlinie nach. So, für das Stück Flüsterweiß. Wir haben jetzt schon unsere Box in dem Schwarz-Weiß-Ton. Jetzt brauchen wir das Ganze noch für unser Stück, ich sage immer Flüsterweiß, Entschuldigung, Grundweiß natürlich. Für Grundweiß brauchen wir jetzt wieder ein Stück Cardstock und zwar jetzt aber 9 cm in der Breite. Und brauchen jetzt 25 cm. Wir falzen bei 1 cm. Wir falzen auf der anderen Seite bei 1 cm. Wir falzen bei 9 cm. Und weil man die 16 cm nicht so gut erkennt, drehen wir und falzen nochmal bei 9 cm. Jetzt schneiden wir uns schon mal die Dreiecke raus. Dann sehen wir schon mal, wie es ungefähr aussehen soll. In der Mitte schneiden wir dieses Stück raus. Das benötigen wir nicht. Und dasselbe machen wir jetzt noch einmal auf der anderen Seite. So, wenn du das hast, nehmen wir einmal die Sachen zur Seite. Dann legen wir jetzt unser Stück Papier an, nehmen die Mitte 3,5 cm, gucken, dass wir auch ungefähr da sind, legen das Ganze an. Dann schieben wir runter. Wir können übrigens hier unten, das theoretisch kannst du es unten schon direkt anmarkieren, weil du ja beide Seiten richtig liegen hast. Und dann nehmen wir unser Lineal, schau, dass das Papier gerade liegt. Wir gehen bis 3,5 cm. Du kannst hier, wenn du das Gefühl hast, du hast es irgendwie nicht richtig getroffen, geh nochmal nach. Das klappt eigentlich ganz gut. Dann drehst du dein Papier und entweder du gehst jetzt von der Spitze oder du gehst hier von der Außenkante, was manchmal ein bisschen einfacher ist. Und dann drehst du wieder und gehst nochmal von der Außenkante. So, dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite. Die Mitte haben wir schon markiert. Dann wieder 3,5 cm. So, wir legen einmal alles beiseite, auch den Müll, und dann ziehen wir einmal alle Linien, alle Falzlinien nach. Das sind zuerst die Klebelaschen, dann hier die Linien. So, und dann natürlich das Wichtigste sind die Dreiecke. Und da macht es Sinn, das Ganze schon korrekt zu formen, damit es gleich bei der Box ein bisschen einfacher fällt.
Denn wenn das nicht vorgeformt ist, dann habt ihr Schwierigkeiten, die Form überhaupt hinzukriegen. So. Dann bringen wir jetzt die beiden Sachen zusammen. Wir haben hier unser Papier. Das ist, sieht folgendermaßen aus. Das passt hier genau drauf. Und dann können wir hier gleich unsere Box zusammenkleben. Ich möchte ganz bewusst, dass das Designerpapier unten ist. Also bringe ich den Kleber hier an. Lege das Ganze auf, drehe es um, weil es ein bisschen einfacher zu gucken ist. Und weil es Tombow ist, kann ich das dann noch gut hin und her schieben, wenn ich das Gefühl habe, es passt nicht ganz. So, dann brauche ich natürlich mein Klebeband. So, und dann können wir gleich die Box schon zusammenkleben. Was wir aber zuerst noch machen müssen, ist, wir machen kleine Löcher rein, und zwar in die Mitte der Dreiecke. Ich nutze hier meine Crocodile und setze die Löcher relativ nah an den Rand, aber auch nicht ganz an den Rand, und versuche hier ungefähr auf derselben Höhe zu sein. Achtet darauf, dass ihr jeweils zwei Löcher in die Mitte der Dreiecke packt. Wer will, kann das Ganze natürlich auch ganz genau ausmessen. Mir reicht hier Pi mal Daumen. So. Wenn ihr das habt, macht einmal ein bisschen sauber, und dann geht es jetzt daran, die Box zusammenzusetzen. Dafür müsst ihr einmal den Kleber abnehmen. So. Und dann setzt ihr das Ganze schlicht und einfach so zusammen. Ja, und das Ganze macht ihr jetzt auf allen vier Seiten. Na, es will nicht. So. So, und jetzt heißt es, das Ganze schon mal mit den Fingern etwas nachzugehen, damit man wirklich erkennt, dass es nachher auch hält und geht. So. Und hier seht ihr dann, wie die Box aussieht. Ja, so haben wir eine Kuppelbox, die entstanden ist. Wir nehmen jetzt hier so ein Papaya-Band. Das schneiden wir mal hier ab, das ist nicht so schön. Na, will nicht. Sekunde. So, dann fädeln wir das durch. Wir beginnen einfach bei einem Loch und gehen dann immer von Loch zu Loch.
Ihr seht auch, ich mache nichts Besonderes. Ich gehe wirklich von Loch zu Loch. Ich gehe dahin immer zu dem nächsten und gehe immer von da, wo das Band ist, also dann von innen nach außen oder von außen nach innen. Und ich wechsle auch nicht oder so. Sondern einfach so, wie die Löcher sind. Na, komm schon. War ja klar, dass das letzte jetzt nicht will. So. So. Wenn du das jetzt hast, dann schau dir dein Band an. Wenn du, so wie ich, da ein bisschen hin und her friemelst, kannst du natürlich noch ein Stück abschneiden, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Und jetzt kannst du an dem Band ziehen. Mach es aber vorsichtig, nicht zu feste. Und dann kannst du nämlich die einzelnen zusammenziehen. Du siehst das, wie das hier zusammengeht. Ja. So. Und dann kannst du hier zum Beispiel ein Schleifchen machen oder wie auch immer. Das hängt jetzt ein bisschen davon zusammen, wie fest du jetzt hier noch ziehst. So. Und dann machst du hier einen Knoten rein. So ein einfacher Knoten reicht da durchaus. Du kannst auch gerne das so ein bisschen hier verstecken, indem du den nämlich so zur Seite knotest. Dann ist die Box noch ein bisschen mehr verschlossen. Und dann machst du einfach eine Schleife drum und fertig ist die Box. Wie gesagt, es passt genau, es hängt ein bisschen damit zusammen, wie feste du hier drückst. Ich wollte jetzt nicht zu feste ziehen, damit die Box auch noch schön in Form bleibt. Und so sieht das Ganze dann aus. Für dich als Info, was sehr wichtig ist bei solch einer Box, wenn du das aus zwei Designerpapieren machst, gibt es eine wichtige Sache zu beachten. Und da muss ich gestehen, das habe ich jetzt auch mehrfach falsch gemacht, weil ich da immer wieder das vergessen habe. Du siehst das auch, wenn du dir dann manchmal meine Anleitungen anschaust, dass die nicht immer Sinn ergeben und ich dann daran rumkrakel. Und zwar folgendes, ich zeige dir jetzt ein Design, was nämlich falsch ist. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe hier diese beiden Stücke genommen und habe die immer 7 cm breit gemacht. Ja? Das Problem ist, dass die tatsächlich dann, ich zeige euch das, also hier die 9 cm. Ich habe die hier 9 cm gemacht, habe die hier 7 cm gemacht. Dadurch passiert Folgendes. Wenn ich die aufeinander kleben will, passt das nicht in der Mitte, weil ich auf der einen Seite 7 cm habe und auf der anderen Seite 9 cm. Deswegen, und das war jetzt auch ganz wichtig, haben wir eine Länge von 25 cm genommen und sind immer nur von den Außenseiten ausgegangen. Die Innenseiten waren gleich, nämlich 7 mal 7 cm. Du siehst das sehr gut, wenn ich die Box umdrehe, dass hier unten ein Quadrat entstanden ist. Das muss passieren. Die Box, die Kuppelbox funktioniert nur, wenn du als Grundfläche ein Quadrat hast, sodass sie sich oben vollständig schließen kann. Ich hoffe, das ist dir eine kleine Hilfe, wenn du versuchst, die in verschiedenen Maßen zu machen. Meine hat, wie gesagt, jetzt hier unten ein Maß von 7 mal 7 cm. Dadurch passt hier auch sehr viel rein. Und ich zeige dir in meinem nächsten Video, wie du deine Kuppelbox aus nur einem Stück Designerpapier machen kannst. Ich hoffe, die Idee gefällt dir und ich sage bis bald. Liebe Grüße, mach's gut. Tschüss.